Hallo Leute, hallo. Und willkommen beim Sparmeck. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, fangen wir, also wir haben nur frohe Kunden heute. Das eine, ihr seht schon, wir sitzen hier wieder zusammen im Studio mit ganz viel Abstand und beide getestet. Und alle negativ getestet. Unser Kameramann sogar auch. Also wie gesagt, läuft ja jetzt eh wieder alles ganz gut. Die Zahlen haben sich extrem positiv entwickelt und wir freuen uns sehr. Auch wenn das alles sehr gut funktioniert von zu Hause aus und von euch hervorragend aufgenommen wurde. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Freuen wir uns jetzt hier wieder live zu sitzen. Es gibt aber auch einen ganz besonderen Anlass, liebes Technik-Faultier. Sparhandy wird 21 Jahre alt. Endlich volljährig in den USA. Endlich Alkohol für Sparhandy in den USA. Bei der nächsten CES-Messe, beim nächsten Trip zu Apple, zu den ganzen Ami-Herstellern oder sowas. Dann lassen sie es ordentlich krachen. Und ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, 15 Jahre Sparhandy und jetzt schon 21. Da haben wir angefangen, genau. Ja, bei 15 haben wir angefangen, jetzt 21. Die Zeit vergeht, aber es ist auch für uns natürlich genau die Gelegenheit. Wir haben uns nämlich etwas überlegt. Wir haben gesammelt, nicht nur unsere eigenen Geräte, sondern einfach mal in der Belegschaft rumgeguckt, um mit euch eine kleine Zeitreise zu machen, was es in diesen 21 Jahren so als Geräten gab, was uns davon besonders in Erinnerung geblieben ist. Und ich sag, du hast die Box schon offen. Wahnsinn! Ja, also wir haben hier wirklich einige Geräte. Das ist nicht alles. Also Sparhandy meinte zu uns, Nein. Es gibt gute Deals. Es gibt sogar ein Gewinnspiel. Schaut auf der Sparhandy-Webseite vorbei. Aber wir haben auch noch mehr geplant. Also die nächste Woche dreht sich im Prinzip komplett um das Thema 21-jähriger Geburtstag. Ich habe gehört, das ein oder andere Retro-Unboxing, das auch, dürfte folgen. Aber wie gesagt, wir haben hier jetzt, ich glaube, 8 Geräte sind es und die werden wir jetzt einmal der Reihe nach durchgehen. Und ich muss gestehen, den Anfang muss ich eher dem Faultier überlassen, weil das war alles so ein bisschen vor meiner Zeit. Also das hier, ich kann dir noch sagen, das ist ein Nokia 3310. Ja. Das wurde irgendwann neu aufgelegt vor 2-3 Jahren. Ja. Ich muss ja gestehen, mein erstes Handy war das Nokia 3410 damals. Ist doch gar nicht so weit weg. Ja, aber jetzt erzähl uns mal dazu. Du, 3310, ich hatte selber, Nokia 3310 hatte ich persönlich nicht. Ich war damals immer so ein Siemens-Bonze. Aber natürlich waren die Dinger im Freundeskreis auch unzerstörbar über die Jahre. Ich meine, die Dinger hat man jahrelang benutzt, die tauchten immer wieder auf. Wie viele Stunden, es war früher mit Gameboys, ne? Wie viele Stunden ich hier Snake drauf gespielt habe. Klar konnte man damit auch telefonieren. Das waren die Zeiten, wo Telefone immer kleiner wurde. Wirklich, das war damals so. Bis dann einer auf die Idee gekommen ist, dass man sich da auf den Dingern auch Filmchen angucken kann. Schweinische Filmchen. Und seitdem wurden die Geräte immer wieder größer. Nein, das ist natürlich so die Urban Legends, die sich darum bildet. Aber die Dinger, Nokia 3310, da draußen gibt es bestimmt viele, die sowas noch in den Schubladen haben, bei dem sogar noch der Akku funktioniert. Das war eine Zeit, die Dinger hast du einmal im Monat aufgeladen. Ja, den Witz gibt es ja immer noch. Es stimmte aber, unkaputtbar. Der Akku bis zum geht nicht mehr, konntest du damit alles Mögliche mitmachen. Natürlich, nur, ich bin noch nicht mal schwarz-weiß, monochromer Display da mit so einer grünen Hintergrundbeleuchtung. SMS-Tippen über bescheuertes mehrmaliges Tastendrücken, T9-Verfahren und was nicht alles. Snake-Daddeln. Aber ja, ich meine, damals hast du nicht dafür gemacht. Hin und wieder mal eine SMS, eine Runde Snake gespielt und telefoniert. Mobiles Internet, da gab es gar. Und hier nichts mit Kameras und nichts. Nee. So sah das damals aus. Aber das ist jetzt eine schöne Überleitung, also das mit den Kameras. Denn ich habe ja schon das nächste Handy für dich. Und da muss ich ganz. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also du hast so eben gesagt, die wurden dann immer kleiner und dünner. Aber dann kam ja. Der Club-Handy-Hype kam dann. Ja. Und ich muss jetzt gestehen, das ist ein Sony Ericsson. Der eine oder andere erinnert sich noch. Also ich glaube, wow, und das sich hier auch schon anfängt aufzulösen. Ihr habt gesehen, ich habe nichts gemacht. Wo ich dazu sagen muss, also Sony Ericsson war auch so der Held meiner Kindheit, aber das waren damals noch andere Dinge. So ein K700 zum Beispiel, weißt du, diese Cybershot. T650, so zum Beispiel. Aber das sowas. Hier, also alter Mann, erzähl mir was. Hatte ich auch nicht. Was ist das? Z1010 sein. Ich glaube, wenn du dann so in clevere Sachen reinguckst, dann wird dir wahrscheinlich gesagt, dass es das erste Smartphone mit einer Frontkamera gewesen ist. Und wirklich, ich meine, haben wir heutzutage auch noch als Diskussion auf der Rückseite. Guck mal hier, VGA-Kamera, 640x480. Und zusätzlich vorne dann auch die erste. Und ich meine, ich glaube, das ist hier, glaube ich, sogar, guck mal, ein Dummy mit Foto. Ich glaube nicht, dass das Ding noch funktioniert. Ja. Mit Bild-in-Bild-Telefonie oder zumindest Fotos verschicken. Ja, damals fing das an. Wenn du überlegst, ich glaube, das Nokia war wirklich 2000. Ne? 2000 passt ja. 2021, 21 Jahre. Hier sind wir dann, glaube ich, bei 2003. Da hat sich schon einiges getan. Allein, ich meine, Display, Kameras, Klappen, Kamera.
Kameras, das war damals irre. Damals gab es noch immer mehr Megapixel, immer mehr Megapixel. Und ich glaube, du, Franz, was du nicht alles in der Box hast. Schön, schön. Wo hast du das denn jetzt her? Das hat mir ein guter Kollege zugeschickt. Ja. Also das hier ist tatsächlich ein Handy, und man muss ja sagen Handy, aus des Faultiers persönlichem Bestand. Ja. Das hier ist das Motorola Razr V3 aus dem Jahr 2004. Das erste Razr, was hier in Deutschland tatsächlich erhältlich war. Damals für 750 Euro. Also das war damals wirklich, also das ist anders als heute, wo ja 750 Euro auch noch viel Geld ist für ein Smartphone. Aber damals war das wirklich exponentiell oder brutal viel Geld halt einfach. Das Besondere, naja, das Design. Also wie er eben schon gesagt hat. Guck dir diese Entwicklung an. Ich meine, da liegt ein Jahr, ne? Wenn man die beiden hier mal miteinander vergleicht. Also die Club-Handys waren damals am Kommen. Aber das Razr halt einfach eine Design-Ikone und das war es dann eigentlich auch schon. Also wir hatten hier nur eine VGA-Kamera, das weiß ich noch, also wie sich da jeder über die Kameraqualität beschwert hat. Ich glaube nur 5 Megabyte RAM irgendwie. Aber ich kann sagen, das waren Megabyte-Zeiten. Genau, aber das Coole ist halt einfach, also nach wie vor, ich meine, total schickes Handy, also bleibe ich dabei. Ich meine, heute, jetzt hat sich einmal nach 15 Jahren dann im Kreis gedreht, bis es dann mit den faltbaren Displays wieder so hingeht. Und apropos Displays, will ich ja auch mal erwähnt wissen. 2 Displays, ne? Wir haben hier auf der Rückseite, wo wir uns heute drüber hypen, bei Mi 11 Ultra-Dingern und Samsung-Geräten, Club-Handys, die draußen nochmal ein kleines Display haben. Das gab es vor dann 15 Jahren auch schon. Aber Razr auch. Also das hier ist, muss ich sagen, das Nokia und das Razr, glaube ich, auch millionenfach verkauft haben. Finde ich aber auch irre, irre. Mann, das sind Zeitreisen. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache, über die du dich, glaube ich, extrem freuen dürftest, weil jetzt kann ich auch endlich mit einsteigen. Also das war so die 2007 müsste das gewesen sein, oder? Oder war das, nee, ich glaube schon 2007, 2008. 2008, glaube ich. Und 7 dann, ja, 7. Das, was ich hier in meiner Hand halte, ist das erste Android-Smartphone. Das ist das T-Mobile G1 oder HTC Dream. Also HTC hat es damals gebaut. Aber vermarktet wurde es halt von der Telekom. Die waren hier in Deutschland auch Exklusivpartner. Ich glaube, im Vertrag für 40, 50 Euro oder so hat man das im Monat bekommen. Und das war ähnlich wie bei den iPhones. Brutal viel Geld also für sowas. Und das Besondere ist halt, wie gesagt, erstes Smartphone mit Android. Ihr seht es hier schon, also das funktioniert tatsächlich auch noch. Wir haben hier diesen Slide-Mechanismus. Also mit der Tastatur zum Tippen runter. Hier unten tatsächlich noch die Tasten, also diese typischen Android-Tasten mit dem Trackball in der Mitte, über den man navigieren konnte. Ja, also das, ganz klar Highlight, also das konnte ich mir damals auch noch nicht leisten, aber das wollte ich unbedingt haben, das weiß ich, das wollte ich unbedingt haben damals. ich kann ja den Bonzen rauslassen, war auch das erste Android-Smartphone, war auch mein erstes Android-Smartphone. Ich hatte es in schwarz. Ich war immer neidisch auf die weiße Version. Und die war irgendwie schwerer zu bekommen, oder? Ja, schwarz gab es überall. Und, also was heißt überall, ne? Aber guck mal, wie krass, wie viele Jahre das Ding auf dem Buckel hat. HTC-Qualität ist es. Und dieser Slide-Mechanismus funktioniert nach wie vor. Boah, ich weiß noch, du hattest es in der Hand dann aufgemacht, gedreht und tippel. Und halt nicht wie beim iPhone, was es ja nur komplett auf Tasten verzichtet hat, sondern richtige noch Tasten zum Drücken und... Es war ein tolles Gerät. Weißt du, was mich nur erschreckt? Wie klein das ist. Ja. Wie klein die Dinger heute wirken. Damals dachte ich, was ein Klopper. Wie groß und schwer und dick. Und heute denke ich mir so, boah, wie soll ich denn auf diesem kleinen Monitor-Display irgendwas erkennen? Richtig krasses Ding. Also großer Neid an den Sparhandy-Mitarbeiter, der dieses Ding noch in seiner persönlichen Sammlung hat. Sehr cool. Ah, das ist stark. Und damit fing es dann bei Android an. Ja. Dann kommen wir zum absoluten Highlight. Denke ich mal, für dich Faultier, oder? Ach, gar nicht. Nee, hatte ich nämlich nie. Hattest du nie? Nein. Das ist aus meinem persönlichen Bestand dann tatsächlich. Das habe ich, lass mich nicht lügen, ich glaube 2012 oder so gekauft. Und da war es schon echt schwer. Das Wertanlage? Einfach so aus nostalgischen Gründen, weil wieder damals das Spiel, das ist hier natürlich das allererste iPhone, das iPhone 2G. 2007, glaube ich, kam es in Deutschland auf den Markt. Exklusiv nur bei der Telekom, nur mit Vertrag. Die ich glaube, der günstigste Vertrag, genau. 40 Euro im Monat und trotzdem musste man noch 400 Euro draufzahlen. Das war damals, also jeder wollte es, aber nur die wenigsten konnten sich es leisten irgendwie. Viele haben sich die Dinger dann importiert aus den USA oder aus England. Italien. Also damals war das noch nicht, das war glaube ich nicht Startland, aber dann danach die iPhones und dann hast du immer geguckt, aus welchem Land, SIM-Lock frei und was dann nicht hatte alles. Man, ja, und dann mit Jailbreak und was weiß ich nicht und SIM-Unlock. Aber ja, das hier ist das, ich gebe es dir einmal mal, das allererste iPhone. Ich lasse es jetzt fallen. Dann. Das iPhone 2G, also für mich ganz klar nach wie vor... Highlight, totales Highlight. Damit fing es an. Auch hier wieder. Guck mal, wie klein das ist. Wie klein.
Und das ist aber echt noch ein schöner Zustand. War Kratzer, ja, aber ja, das lässt sich nicht vermeiden. Kamera, Innengerät eingelassen und alles. Krass. Wenn man da mal überlegt, wo wir heute größentechnisch sind. Boah, das nächste Zeitsprunggerät. Sehe ich da ein Samsung? Ja, das ist dann quasi schon das nächste Zeitsprunggerät. iPhone. Und was kommt, also was ist der Konkurrent, ist das falsche Wort, aber der zweite große Smartphone-Hersteller aktuell. LG. Genau, natürlich Samsung. Damals war es, also Samsung war damals schon eine große Firma, ein großes Unternehmen, aber im Vergleich zu dem, was sie jetzt sind, vor allem im Smartphone-Bereich, hat sich da sehr, sehr viel getan die letzten 10, 15 Jahre. Und das hat alles begonnen mit diesem Smartphone hier. Das ist das Samsung Galaxy S. Das erste Smartphone der Galaxy S-Reihe, damals, ich glaube, mit einem 3,8 Zoll oder was waren das? Das war auf jeden Fall größer als bei Apple. Es war, ich glaube, sogar 4 Zoll. 4 Zoll Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 800x480. Trotzdem waren alle hin und weg wegen dieser geilen Kontrastwerte, dem Schwarzwert. Dann konnte es, glaube ich, schon HD-Videos aufnehmen, was... war beim iPhone nicht dran zu denken. Es hatte einen 1 Gigahertz Prozessor, was damals auch schon ein Maßstab war. 512 Megabyte Arbeitsspeicher und so weiter. Davon abgesehen, totaler Plastikbomber, hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was Samsung heutzutage baut, aber trotzdem. Sogar noch mit Mini-USB. Ja. Irre, Kopfhöreranschlüssen, Rückseite abnehmbar. Ja, vor allem danach dann noch, ne? S2, S3, S bis zum S5, diese Plastikrückseiten. Aber hatte immer wieder den Vorteil, man konnte die Akkus noch tauschen. Genau. Nicht wie bei den anderen. Wir machen nämlich jetzt, das war ja noch graue Vorzeit, jetzt kommen wir fast schon in die Neuzeit. Und zwar jetzt ein großer Sprung. iPhone 7, aber wir machen es ja groß zum großen Sprung, iPhone 7 Plus. Da ist nämlich auch wieder etwas passiert, was so die Richtung wieder vorgegeben hat. Zum einen haben wir es bei Apple jetzt hingegangen und ist auf eine zweite Kamera auf die Rückseite verbaut worden. Ich glaube, damals war es nicht Weitwinkel, sondern Zoom gab es damals. Genau. Apple hatte die Sache mit Zoom angefangen, Zoom, um dann auch da schönere Fotos mit zu basteln. Und das zweite war, der große Aufreger, wenn wir mal gucken, wo wir heute sind, bei den iPhones 12. Und das hier ist 7 Plus, also 7er, kein Kopfhöreranschluss mehr. Ne? Das war damals der Aufreger. Ja. Kopfhöreranschluss wurde gestrichen. Gut, in der Box lag da nach wie vor noch so ein, ich glaube, der ist hier gar nicht mehr dabei. Nee, so ein Adapter. Nee, war nicht dabei. Der Adapter noch dabei, von Lightning dann auf Klinke bei Apple. Aber das war auch so ein Schritt, heutzutage, klar, einige Hersteller, einige Geräte sehen wir nach wie vor mit Kopfhöreranschluss, aber die großen, vor allem die Flagships, haben sich, glaube ich, alle davon verabschiedet. Und was wir heute, damals fing es mit einer zweiten Kamera an und heute haben wir 5, 6, 28 mindestens Linsen auf einer Rückseite. Ja. Und damit endet unsere kleine Zeitreise dann auch schon im Jahr 2020. Das Jahr 2019 haben wir einfach mal ausgeklammert, weil das erste Fold, also das erste Smartphone, wirklich marktreifes Smartphone mit flexiblem Display, war natürlich das Galaxy Fold. Aber wir wissen ja alle, da lief nicht alles so recht. Und wir waren tatsächlich vom zweiten Modell dann deutlich angetaner. Das ist das Samsung Galaxy Z Fold 2. Das ist nur ein Dummy, falls sich der ein oder andere fragt, weil wir das Gerät nicht mehr hier haben. Aber kommt so von der Haptik echt nah an den Real Deal ran. Ja, was soll man dazu großartig sagen? Für mich tatsächlich so die nächste Generation. Wir haben hier drinnen einerseits das riesige 8-Zoll-Display, glaube ich, und draußen trotzdem nochmal sehr, sehr brauchbar. Auch ein deutlich kleineres Display, aber ja, es ist einfach ein super Konzept ist es nicht mal mehr. Es ist mittlerweile wirklich marktreif. Ich hatte das Ding lange hier. Es hat sich gut geschlagen. Und wenn man das noch ein bisschen dünner und leichter hinbekommt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, das auch im Alltag zu nutzen. Du, genau das ist es. Und jetzt egal, ob die Dinger jetzt so rumfaltbar sind, anders faltbar sind, ob die Dinger inzwischen später dann gerollt werden. Aber wir haben es hier wieder mit einer ersten Generation zu tun. Wenn wir uns dann angucken, vom ersten iPhone, vom ersten Android-Gerät, wo wir da heute sind, wenn wir das hier einfach mal vordenken, einfach mal ein paar Jährchen noch mal warten, ich will mir nicht ausmalen, was für krasse Sachen dann noch kommen. Und ich meine, bei den Dingern hat man ja damals noch gedacht, so, was soll denn da noch kommen? Wie sollen sich die Dinger denn noch weiterentwickeln? Ne? Dann kamen die Faltdinger, dann kamen die Smartphones, dann wurden die Kameras besser, jetzt das. Ich glaube, die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Und ich bin mal gespannt, wenn wir dann hier Sparhandy, was weiß ich, 42, doppelt so lange, 42. Geburtstag feiern, wie die Dinger dann aussehen, wie ausklappbar, wie holographisch, was. Also ich habe noch so viel Fantasie, da kommt noch was. Dann machen wir auch genau sowas. das war unsere kleine Zeitreise durch die letzten 21 Jahre, unsere Smartphone-Highlights. Ja.
Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welches Gerät euch am besten gefallen hat. Vielleicht welches auch eins, fehlt? was gar nicht mit dabei war. Wie gesagt, schaut die nächsten Tage auf jeden Fall hier bei uns auf YouTube vorbei. Es wird noch mehr kommen. Schaut auf spahandy.de vorbei. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Kampagnenseite so zu dem Thema. Auch von uns werdet ihr noch die Tage noch was sehen. Es wird sich lohnen. Bleibt dran. Und von uns beiden auch natürlich nochmal Spahandy. Herzlichen Glückwunsch. 21 Jahre. Richtig, richtig cool ans ganze Team. Und ich meine, überleg mal, wie viele Jahre wir davon schon auch Teil sind. 6 Jahre. Jetzt vielen schon. Dank auch dafür. Und genau. Freut uns sehr. An unsere Zuschauer natürlich auch, vor allem, dass ihr auch die Jahre dabei wart und hoffentlich auch weiterhin zugucken werdet. Und mehr habe ich nicht zu sagen, außer herzlichen Glückwunsch und nochmal danke. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.